Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Phantam Arena. Es ist Saisonstart im Phantasialand und natürlich bin ich wie in jedem Jahr auch am ersten Tag der Saison hier in Brühl am Start und gehe mit euch durch den Park und wir schauen uns gemeinsam natürlich auch 2023 wieder alle kleinen und großen Neuheiten im Park an, die sich seit der letzten Saison verändert haben, welche dazugekommen sind und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Hallo. Ihr seht jetzt das Intro und dann geht's hier los. Also viel Spaß und dranbleiben. Willkommen zurück im Video. Ja, und wie eingangs schon erwähnt, heute geht es natürlich mal wieder um die Neuheiten im Park. Und wenn man hier durch den Haupteingang in Berlin kommt, dann erkennt man eventuell schon das ein oder andere Neue. In Berlin ist sowieso sehr viel passiert. Das seht ihr jetzt gleich im Verlauf des Videos. Aber wenn man hier reinkommt, dann sieht man hier oben drüber, dass sich hier am Haupteingang auf jeden Fall schon einiges getan hat. Hier wurde ein bisschen mit der Farbe geschwungen. Es ist jetzt alles hier schwarz angemalt und goldene Verzierungen obendrauf. Das ist das Erste, was hier auf jeden Fall ins Auge springt. Es ist natürlich klar, nur vielleicht mal kurz als Info am Rande, dass so ein Park nicht jedes Jahr große neue Attraktionen bieten kann. Darum geht es ja auch gar nicht in diesem Video, sondern eher um die kleinen und großen Änderungen. Vielleicht eher so ein kleines Nerd-Thema für Leute, die halt sehr oft im Freizeitpark sind, beziehungsweise hier im Phantasialand. Ich biete halt hier praktisch so ein kleines Update, was sich in der Winterpause hier im Park geändert hat. Wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal drauf. Es gibt eine Neuheit, es gibt eine neue Show in diesem Jahr im Phantasialand, aber das kann ich jetzt schon mal sagen, große neue Attraktionen gibt es 2023 im Park nicht, aber es hat sich doch sehr, sehr viel getan und das erfahrt ihr jetzt, wie gesagt, im Laufe des Videos. Ich gehe jetzt hier zur nächsten Station in Berlin, denn wie gesagt, hier hat sich einiges getan und beginnen wir mal mit dem Neuheitenrundgang 2023. So, gerade erst ein paar Treppen hier runtergegangen und schon entdeckt man die nächste Neuheit und zwar, mit Farbe hat man auch an anderer Stelle hier ein bisschen gearbeitet. Ihr seht hier diese Häuserzeile, die ist komplett neu angestrichen worden und wenn man genau guckt, ich blende es euch gleich mal ein, hier oben, genau da ist ein Logo von der Ruckburg Gazette. Wenn ihr noch nochmal zurückdenkt, bevor Ruckburg praktisch eröffnet hat, dann hat man über Ruckburg informiert mit einer Art Zeitung. Und diese Art Zeitung kriegt man halt auch noch im Uhrwerk, wenn man essen möchte, dann ist praktisch die Speisekarte diese Zeitung. Und die Ruckburg Gazette ist wohl jetzt dort beheimatet. Und finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass man halt so Kleinigkeiten dann halt nochmal im Park mitnimmt und sie an anderer Stelle dann halt wiederfindet. Mein Gott, in Berlin hat sich wirklich einiges getan und es ist auch noch nicht alles fertig. Was ich auf jeden Fall entdecken konnte, ist hier bei den kleinen Kinderfahrgeschäften. Die haben jetzt hier so kleine Häuschen bekommen für die Fahrer, damit sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen unterstellen können, wenn es halt regnet. Hier ist es genauso wie gegenüber bei der Flugschule. Und hier auf beiden Seiten an den Treppen des Haupteingangs passiert auch noch irgendwas. Ich kann euch aber momentan nicht sagen, was das sein soll und was hier gebaut wird. Es ist auf beiden Seiten auf jeden Fall, ihr seht es hier, solche Installationen sind jetzt hier zu sehen. Ob das halt für irgendwelche neuen Bänke halt ist oder so, kann ich euch nicht sagen, weil ich euch auf jeden Fall sagen kann, dass diese Dinger hier alle komplett mit Strom schon verlegt worden sind. Also eine normale Bank wird es auf jeden Fall nicht. Ob das halt irgendwelche Automaten sind, vielleicht um Ticket zu ziehen oder Fastpässe oder Anzeigentafel oder sonst was, kann ich euch nicht sagen. Aber auf beiden Seiten hier unterm Haupteingang sind diese Installationen halt zu finden. Und wenn man halt noch mal ein bisschen höher guckt zum Haupteingang, da hat sich hier oben auch was geändert. Das heißt also, die Gestaltung, die man oben am Haupteingang halt hat, die hat man hier weitergezogen und hier seht ihr halt auch, auch das Schwarz mit diesem Gold ist hier unten auch noch weiter installiert worden, beziehungsweise dann halt auch angestrichen worden. Hat schon so ein bisschen Charme von Ruckburg, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön.
ihr wisst es ja, die sind auch noch nicht so lange da. Hier unten drunter gibt es ja die Verstaumöglichkeiten, da könnt ihr Schießfächer halt irgendwie mieten. Und ja, das passt jetzt auf jeden Fall alles so ein bisschen ins Gesamtbild halt ein. Dieses Schwarz findet man hier überall am Eingang, auch hier an den Treppen seht ihr es. Natürlich hier auch am Pferdekarussell und hier auf der anderen Seite, wie gesagt, bei Bolles Flugschule, da gibt es jetzt auch das Häuschen, wo sich die Mitarbeiter dann mal unterstellen können. So, also das ist das, was ich jetzt als erstes hier mal gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob hier auch diese Fahnenstange, ob die halt auch neu sind. Aber man ist hier auf jeden Fall noch nicht fertig. Ihr seht es, hier wird auf jeden Fall noch fleißig gewerkt und hantiert. Ich denke mal, aber spätestens, wenn die Sommermonate dann kommen, dann sollte das hier auch alles fertig sein. Wenn ihr wisst, was das hier sein soll und was hier hinkommt, dann könnt ihr es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr merkt schon, ich komme irgendwie nicht aus Berlin raus. Hat auch einen Grund. Hier hinten, der Durchgang zu Deep in Africa ist verschlossen. Hat wahrscheinlich auch einen Grund. Wir gucken uns Deep in Africa nachher nochmal genauer an. Aber hier, wenn man halt hier mal so ein bisschen rüber guckt, dann seht ihr auf jeden Fall, dass hier hinten schon einiges noch gebaut wird. Hier oben drüber auf diesem Plateau. Ich weiß nicht, ob da halt noch ein Weg irgendwie gemacht wird. Gucken wir mal, ob wir es noch ein bisschen noch genauer hinkriegen. Es ist auf jeden Fall hier an der Seite dort, wurde schon ein bisschen asphaltiert. Also das würde schon Sinn machen, dass er dann einen Weg kommt. Aber ich weiß natürlich momentan gar nicht, wie man da hinkommen soll. Was man aber sieht, sind hier diese Aufbauten. Es gibt hier halt so Stahlstreben, die nach oben halt in den Boden halt gerammt worden sind. Hier auch über diese Klimaanlage etwas größer. Und ich habe mich gerade eben, bevor ich in den Park gekommen bin, noch ein bisschen mal umgesehen und auf dem Hauptparkplatz, also gegenüber vom Haupteingang, da liegen noch ein paar Dächer. Und zwar solche Rebdächer, die halt auch hinten in Afrika teilweise verbaut worden sind. Und ich denke mal, dass man halt hiermit dann halt nochmal ein etwas immersiveres Gefühl vermitteln möchte, dass man halt hier auch überall noch so kleine Häuschen setzt, damit es dann halt nochmal, ja, dass man noch ein bisschen tiefer in Afrika vielleicht eintauchen kann und dass man halt wirklich von keiner Seite mehr aus Afrika dann halt rausgucken kann. Ob das halt aber so ist und ob diese Dächer genau da drauf gehören, das weiß ich natürlich nicht, ist jetzt meine Mutmaßung, aber gerade dieses eine Wellblechdach, was da halt liegt, das würde ganz genau hier oben auf ja, diesen Aufbau halt passen. Und ja, wir gucken uns auf jeden Fall nachher noch mal ein bisschen genauer an, was in Deep in Africa sonst noch los ist. Da ist nämlich auch noch etwas passiert. Kommen wir im Verlauf des Videos zu. Ihr seht jetzt aber nochmal die Dächer, die ich meine, die ich gerade eben nochmal kurz abgefilmt habe auf dem Hauptparkplatz und die eventuell dann genau hier dann auch verbaut werden. Hier vor dem Wintergarten gibt es neue Requisiten, und zwar diese große Scheinwerfer, die man halt früher bei Filmproduktionen wohl genutzt hat. Man sieht halt so ein bisschen auch noch alte Filmrollen, finde ich ganz cool. Ja, ich glaube das Auto, das gab es vorher auch schon. Und was halt auch geblieben ist, ist natürlich die Shonobis. Ist ja glaube ich auch nicht so alt, ich glaube seit Moment 2 Jahren wird Nobis hier aufgeführt. Im Wintergarten. Eine von vielen Shows hier im Phantasialand. Lohnt sich auf jeden Fall auch immer reinzugehen. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob sich da vielleicht ein bisschen was geändert hat. Die Show ist jetzt natürlich noch nicht gelaufen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt halt auf jeden Fall auch immer ja, einige Jahre, wo dann halt vielleicht auch mal hier und da noch mal ein bisschen dann gedreht wird und ja, es vielleicht auch neue Acts gibt. Also deswegen auf jeden Fall auch mal reingucken und ja, gucken, ob es dann da halt auch ein Update gibt. Wie gesagt, in dem Video kann ich das jetzt erstmal natürlich euch nicht präsentieren. Aber gerade bei so Wetter wie heute, wenn es halt so regnerig ist, ist es natürlich immer sehr gut, wenn der Phantasialand halt auch Showangebote hat, wo man sich dann auch mal was unterstellen kann und dann natürlich auch noch tolle artistische Nummern zum Beispiel dann halt sich auch noch anschauen kann. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass hier
an diesen neuen Treppen, die es ja auch erst seit letztem Jahr gibt, dass sich da auch noch was getan hat. Denn es gibt ja hier diesen Eingang, an dem man letztes Jahr auch noch sehr viel gearbeitet hat. Hier, da ist auch ein Logo oben drauf, oder Platz wie ein Logo, aber da ist überhaupt noch gar nichts zu sehen. Genauso wie hier an der Seite, da ist halt auch so. Hier wird auf jeden Fall noch gearbeitet und es wird auch hier irgendwas passieren. Es gibt ja zweimal die Möglichkeit, hier irgendwas anzubringen. Eventuell, wenn da ein Shop reinkommen oder ein Restaurant oder sonst was hier oben auch. Aber ja, ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt mit der neuen Saison vielleicht dann hier auch schon ein bisschen mehr zu sehen ist. Beziehungsweise, dass hier das, was auch immer hier kommt, dann halt schon geöffnet ist. Aber nee, ist nicht. So, und hier, ich habe gedacht, hier kann man durchgucken. Kann man aber nicht. Dahinter ist irgendwie eine schwarze Wand. Ja, leider nicht zu erkennen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, das, was ihr hier seht und die neuen Treppen, wie sie hier gestaltet worden sind, ist auf jeden Fall schon eine Aufwertung. Ist jetzt nicht komplett die Neuheit, weil gab es ja im letzten Jahr schon. Aber wollte ich auch nochmal auf jeden Fall erwähnen, weil natürlich hier dann halt in den nächsten Wochen, Monaten oder was ich auch immer, dann auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen wird. Weil so wird das bestimmt nicht bleiben. Da wird auf jeden Fall irgendwas dann halt noch restaurantmäßig oder Toiletten oder was ich was auf jeden Fall noch da drin integriert werden. Auch neu hier in Berlin ist hier der Durchgang. Zugegebenermaßen, der Durchgang ist nicht neu, aber die Gestaltung. Hier hat man auch mit Farbe gearbeitet. Ihr seht hier auch, hier sind auch goldene Verzierungen drin, genauso wie wir es am Haupteingang haben. Aber hier wird nicht mit Schwarz gearbeitet, sondern mit verschiedenen Grünfarben. Und ja, wirkt jetzt auch viel freundlicher und schöner und mit den Verzierungen natürlich dann halt auch nochmal detailreicher, als es vorher war. Und wer es nicht weiß, wenn ihr hier halt durchgeht, ist einmal, gibt ihr da, ist das dort der Ausgang, findet ihr dort von Mouse Chocolat und das ist der Durchgang natürlich auch im Bereich zu Fantasy und Woostown. Ich bin hier vor dem Silverado Theater angekommen und wie ihr hier im Hintergrund schon seht, gibt es in diesem Jahr eine neue Show und zwar nennt sich diese Battle of the Best. Zwei rivalierende Gangs treten da gegeneinander an. Ihr seht hier hinten schon so ein paar Stunts und das, was es hier gibt, also es wird viel halt auch mit Basketbällen passieren. Es gibt viel Akrobatik in dieser Show und ja, was es sonst halt noch gibt, das muss man sich dann mal angucken. Heute wird die Show dreimal aufgeführt, um 13 Uhr, 15 Uhr und um 16.30 Uhr. Ja, also die Show, die vorher hier im Silverado Theater halt aufgeführt worden ist, war ja Jump und Jump ist, glaube ich, seit 2012 hier im Park ansässig gewesen. Also auch für Phantasialand-Verhältnisse eine sehr, sehr lange Zeit, die hier eine Show gelaufen ist. Und ich glaube, ja, es war jetzt auch mal wirklich an der Zeit, dass man hier auch mal was Neues präsentiert. So vom Stil her sieht das auf den Bildern jetzt erstmal ja, schon, ich sag mal so wie Jump 2.0 aus. Es sind halt viele Elemente, auch die Thematik oder die Thematisierung auf der Bühne hat sich nicht großartig verändert. Aber ja, es ist eine neue Show mit einem neuen Thema und halt auch, wie man halt schon sieht, mit einigen neuen Elementen drin. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Show dann halt nachher ja, auch auf mich wirkt. Dafür wird es natürlich hier auf dem Kanal noch ein weiteres Video geben, denn das hier ist ja nur der Rundgang mit den Neuheiten. Ich werde natürlich hier, nachdem das Video fertig ist, hier auch ein bisschen was fahren und natürlich mir auch die neue Show angucken, ist natürlich klar. Das gibt es dann aber im Vlog, wie so wie immer eigentlich vom Tag. Deswegen, es wird noch ein zweites Video geben, deswegen auf jeden Fall hier den Kanal abonnieren, um das Video vom Tag hier dann auch nicht zu verpassen. Ihr seht gerade schon, und auch in diesem Jahr kommen wir nicht drum rum, im letzten Neuheitenvideo aus dem Phantasialand habe ich ja schon darauf rumgeritten, dass hier überall diese neuen Anzeigentafeln installiert worden sind, immer mit und mit. Es sind jetzt auch neue dazugekommen. Diese ist zum Beispiel neu. Normalerweise war nämlich hier oben so ein Monitor, der ist jetzt weg. Und es macht halt auch jetzt auch viel mehr her, diesen Monitor. Der ist natürlich nicht nur dafür da, dass man halt hier die Showzeiten sich hier angucken kann, sondern da ist man komplett flexibel. Ne? Wenn hier irgendwelche anderen Veranstaltungen sind, hier in dem Silverado Theater, dann kann man das natürlich sehr schnell halt wechseln und da halt auch, weiß ich nicht, dann irgendwelche anderen Informationen zu dann dieser Veranstaltung hier dann halt drauf projizieren. Finde ich auf jeden Fall eine gelungene Sache, besonders weil die Monitore nicht einfach nur hier so irgendwo stehen. Die haben überall immer passend zu dem Bereich, wo es halt steht, eine Thematisierung drumherum. Und wenn ihr halt jetzt auch mal hier die neue Show euch angucken wollt, dann
ja, guckt am besten immer in die App, denn es kann natürlich sein, dass sie von Tag zu Tag entweder mehr oder weniger Shows anbieten. Es kommt halt immer auch so ein bisschen auf die Fülle, glaube ich, des Parks halt an und wann ihr in der Saison auch hier dann aufschlagt und hier auch seid. Aber auf jeden Fall von mir eine dringende Empfehlung, Beat of the Best, sich hier die neue Show mal im Silverado Theater anzuschauen. In Afrika, hier im Phantasialand angekommen, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass wir uns das hier angucken, weil hier sind wirklich einige kleine Neuheiten zu finden. Fangen wir einfach mal an mit diesem Dach. Es gab hier diese Veranstaltung Javaland vor ein paar Wochen, da gab es eine Sondereröffnung für Programmierer und sowas, war das halt da mit Vorlesungen und sowas. Und da hat man halt hier schon gesehen, dass dieses Rebdach halt neu hinzugekommen ist. Und ja, das bedacht halt praktisch hier die ganzen Trommeln, die man hier selber trommeln kann. Und hier oben drüber, wie gesagt, das Rebdach ist auf jeden Fall komplett neu. In Deep in Africa wird auf jeden Fall noch sehr fleißig gearbeitet. Hier ist zum Saisonstart auf jeden Fall noch nicht alles fertig geworden. Wir waren ja gerade eben schon auf der Seite von Berlin am Haupteingang. Da gibt es ja einen Übergang nach Afrika. Und da war ja das Tor noch zu. Das hatte auch einen Grund. Ja, habt ihr jetzt auch gesehen, was da so aufgebaut worden ist. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist wie so ein Dach. Und da macht man halt irgendwelche thematischen Gegenstände, ein paar Häuschen, damit das noch ein bisschen abgegrenzt wird zu Berlin, dass man halt aus Afrika praktisch nicht nach Berlin gucken kann. Aber das wird noch sehr viel mehr werden. Denn das, was ihr hier vorne seht, das ist ein Zugang, den es später geben wird. Da wurde auch schon geteert. Das ist auch das, was wir auf der anderen Seite gesehen haben. Hier entsteht ein neuer Weg, ein neuer Rundweg. Man kann halt jetzt von mehreren Seiten aus praktisch in Afrika später dann rumgehen. Entweder man geht hier normal über die Brücke, den Weg gibt es natürlich immer noch, aber auf der anderen Seite wird es dann halt hier diesen Zugang geben, wo man halt durchgehen kann. Hier werden dann wahrscheinlich auch noch neue Häuser gebaut werden, dafür wahrscheinlich dann auch diese Rebdächer, die wir auf dem Hauptparkplatz ja schon gesehen haben. Und ja, man kann halt praktisch hier dann halt rumgehen und kommt praktisch dann aus am Eingang vom Adventure Trail. Und das ist dann halt auch wirklich so, dass halt es da einen Rundweg gibt und der Adventure Trail Ausgang dann halt auch noch ein bisschen mehr in Afrika nachher integriert wird. Adventure Trail macht heute erst um 14 Uhr auf, dann hoffe ich mit dem Video schon fertig zu sein, aber dann kann man wahrscheinlich an dem Ausgang da praktisch noch mal ein bisschen mehr auf diese Baustelle halt gucken, aber überall, wie ihr hier seht, sind Zäune angebracht. Wir gucken uns das Ganze jetzt gleich auch nochmal von der anderen Seite an, vom Eingang vom Adventure Trail, denn da sieht man halt noch viel, viel mehr, was da gerade ja, gebaut wird. Auf der anderen Seite angekommen, ich stehe hier vorm Eingang vom Adventure Trail und ja, hier schlängelt sich ja praktisch immer so die Warteschlange vom Adventure Trail lang. Momentan nicht so wirklich möglich, weil hier auch abgesperrt ist. Das ist ja der Weg, den es halt auch früher schon gab, hier praktisch den Weg nach Berlin, wo man halt wirklich sagen muss, okay, der wurde nicht wirklich so häufig genutzt von den Gästen. Die meisten Gäste gehen dann halt wirklich hier diesen Hauptweg halt lang. Und ja, ich finde es halt trotzdem sehr krass, dass man diesen jetzt hier noch aufwertet und noch komplett aufhübscht, dass alles so ein bisschen an den Adventure Trail halt anpasst, dass man hier auch ja, noch weitere Sachen installiert. Ihr seht, hier wird auf jeden Fall fleißig auch gearbeitet, auch hier an der Seite. Ich kann ja mal hier so ein bisschen rüber. Ich bin ja groß. So, und hier seht ihr zum Beispiel, hier wird nochmal das Haus ein bisschen weitergezogen. Auf der anderen Seite hier gibt es halt auch nochmal Installationen, wo halt auch noch dran gearbeitet wird und da sind auf jeden Fall gerade auch Mitarbeiter am Start. Man hat hier in der Winterpause auch wieder Universal Rocks gesehen. Ich denke mal, dass die Mitarbeiter jetzt auch wieder von Universal Rocks sind. Die sind in der Freizeitparkszene sehr bekannt, gerade dafür Rookwork zu machen und ja, so ein ganzes Theming in so einen Park halt zu bringen. Also auch in zum Beispiel in Klugheim oder in Rookburg hat man da halt mit Universal Rocks gearbeitet, die halt dafür ja, die ganzen Wände und das Ganze drumherum halt zuständig waren. Und die sind wahrscheinlich jetzt auch wieder hier und arbeiten hier und ja, machen hier alles hübsch. Schade, dass es jetzt noch nicht fertig ist, aber ich denke mal vielleicht zum ja, Mitte in der Saison, wenn das Wetter auch besser wird und die Sonne rauskommt im Sommer zur Sommerzeit, wenn halt auch dann die Sommerferien sind, wird das bestimmt fertig sein. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Jahr, wo hier gearbeitet wird und ja, das steht halt auch einfach für Phantasialand.
Ihr Lieben, ich stehe hier gerade im Eingangsbereich von der Black Mamba. Hier kommt mein Publisher rein. Und hier hat sich so viel verändert. Ich habe gehört, dass es halt auch in der Q-Line, beziehungsweise unten in der Station, wir sind ja in der Q-Line, unten in der Station hat sich auch noch was geändert hat. Das kann ich euch jetzt leider momentan auch noch nicht zeigen, weil Black Mamba hat gerade eine technische Störung. Aber ich wollte euch das ja auf jeden Fall schon mal zeigen. Es macht jetzt so viel mehr her, so viele Kleinigkeiten, die hier an der Decke halt sind. Ihr seht hier, sind noch Figuren halt, die hier dahin zugekommen sind. Diese ganzen Türen machen jetzt auch noch viel mehr Sinn. Die waren ja einfach nur offen, immer in den letzten Jahren. Und wir gehen jetzt hier noch kurz noch ein paar Meter weiter, damit ich euch diesen Gang hier nochmal zeige. Auch hier, ihr seht, sehr viel Neues, neue thematische Gegenstände, die hier komplett in dem Eingangsbereich halt installiert worden sind. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was weiter finden. Ja, auch hier könnt ihr halt sehen, es geht weiter. Es geht weiter. Auch hier wurden neue Sachen installiert. Es ist halt einfach so krass. Das ist halt genau das, was ich so am Phantasialand feiere. Die ruhen sich nicht aus, auch wenn diese Achterbahn ja schon jahrelang hier bestehen hat und hier besteht. Es gibt halt immer noch mehr Sachen, die man halt hier sehen und entdecken kann. Und es wird immer, kommt immer noch, auch wenn es kleine Sachen sind, immer noch andere Sachen neu dazu. Hier seht ihr vielleicht auch noch, hier ist auch noch eine große Installation, wo man halt auch noch am Installieren halt ist. Da kommt bestimmt auch noch irgendwie so ein Häuschen irgendwie hin. Und ja, hier ist jetzt erstmal nichts mehr, aber also das, was man da oben sieht, ne? Es ist so unfassbar schön. Ich finde es halt, es gibt es halt auch in sehr wenigen Parks, dass man halt, wenn irgendwas fertig ist thematisiert und ein ganzer Bereich ist fertig, dass man dann nach Jahren nochmal hingeht und sagt, okay, komm, wir machen hier nochmal was. Und hier gerade in Afrika ist es so, man ist ja jetzt schon 3 Jahre dran und man ist ja immer noch nicht fertig. Immer in Etappen, immer noch ein bisschen was anderes den Leuten zu präsentieren. Und ja, auch hier ist das dann halt von diesem Rundgang, von dem ich eben noch schon erzählt habe. Also auf jeden Fall richtig, richtig cool und dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch. Noch ein kleines Update, was ich glaube, was neu ist. Und zwar stehe ich hier gerade vor dem Reik-Eingang. Und ja, hier gab es schon immer irgendwelche Monitore. Und ich glaube aber, diese 2 Monitore sind ausgetauscht worden. Die sind gestochen scharf. Ich glaube, das sind neue Monitore. Und wenn es keine neuen Monitore sind, dann sind es auf jeden Fall zumindest neue Anzeigen, neue Grafiken, die man hier sehen kann. Auch da, so das ein oder andere kleine Detail, was man auch hier dann noch in Klugheim findet. Sonst an sich hat sich in Klugheim erstmal nicht so viel geändert, beziehungsweise so gut wie gar nichts, oder ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Ist gerade auch ein bisschen Schiedwetter, ihr seht, es fängt gerade an ein bisschen zu regnen, aber wir ziehen durch und gucken uns die weiteren Neuheiten hier im Park an. Bleiben wir nochmal kurz bei den Monitoren, auch hier bei Taron haben sie sich geändert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt komplett neue Monitore sind, wie gesagt, aber die Anzeigen hier und auch hier beim Quick Pass und hier auch das Taron-Logo, auch das ist neu. Ich denke mal, dass man das halt so sukzessive dann halt auch alles erneuert, weil ja, man ja jetzt praktisch nochmal diese Anzeigentafel überall im Park haben und ja, ich denke mal, dass man da das halt auch alles einheitlich haben möchte und dafür dann halt auch zum Beispiel diese kleinen Anzeigentafeln, wo dann halt auch die Wartezeit drauf abzulesen ist, dass die dann halt dann auch mal angepasst werden. Ein ganz besonderes Örtchen, ich bin auf der Toilette und das bei Chiapas und guckt euch das mal an. Die ist komplett neu thematisiert worden. Hier die Waschbecken. Ich kann natürlich jetzt nur die Männerseite zeigen. Keine Sorge, hier ist keiner. Auch hier oben, guck mal, das hat sich alles geändert. Richtig schön. Hier die Pissoirs.
sind auch neu, also die waren immer da, aber ist alles neu thematisiert worden. Hier sieht man auch, so sehen die Toiletten aus. So, also ich habe mich wirklich davon überzeugt, dass hier keiner ist, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber es gehört auch dazu, auch dass man halt in sowas dann halt noch mal ein bisschen Geld fließen lässt und halt ja in die Sanitäranlagen auch ein bisschen Geld dann fließen lässt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool und schön aufgehübscht und ja, sieht jetzt auch wirklich komplett anders aus als vorher. Wenn ich schon im Phantasialand bin, dann muss ich natürlich auch mal zur Hollywood-Tour und hier auch noch mal kurz ein Update machen. Also, wie ihr wahrscheinlich wisst, Hollywood-Tour ist geschlossen, so wie man halt viele Berichte halt und Zeitungsartikel in der letzten Zeit ja halt lesen konnte, ist die Hollywood-Tour wahrscheinlich in der ursprünglichen Form Geschichte. Ob da noch mal was kommt oder ob auch nicht, mag ich hier auch gar nicht beurteilen. Ihr wisst, es ist ein Thema, was halt die Freizeitpark bzw. Phantasialand-Fans halt schon sehr lange beschäftigt. Und ja, also so sieht es momentan hier vorm Eingang aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, weil, also so oft bin ich hier oben jetzt auch nicht in der Saison. Hier stand ja immer Hollywood drüber, der Schriftzug ist jetzt weg. Ob das jetzt aber schon in der letzten Saison der Fall war oder jetzt erst, kann ich nicht sagen. Man hat jetzt auf jeden Fall eine Bank davor gestellt. Ja, der Eingang ist natürlich noch da, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist halt eigentlich alles so wie in den letzten Jahren. Hollywood Tour ist nicht mehr existent. Ich bin mal zum Mondsee gewandert und hier ist der Eingang von Vakubato und auf der Webseite steht, dass Vakubato aktuell geschlossen ist und ja, die Fahrt auf dem Wasser erst wieder im Sommer 2023 zur Verfügung steht. Das Tor ist zwar auf, aber die Anzeigentafel auch aus und hier ist wirklich keine Menschenseele. Ja, also ich weiß nicht, was ganz genau da ist. Da machen sich, vielleicht seht ihr das, ich weiß es nicht, da oben ein paar Enten gemütlich. Ja, ist halt sehr still, sehr ruhig, genau das, was hier Anwohner halt mögen. Aber ja, also so viel nochmal dazu. Vakubato gibt es noch. Ja, ich glaube, man hatte im letzten Jahr schon die Wasserstrahler da abgeschaltet. Man kann ja da so Ziele treffen. Das war, glaube ich, im letzten Jahr. Stand halt nur noch da, dass man halt nur noch da eine gemütliche Fahrt übers Wasser machen kann. Wie das dann in diesem Jahr halt aussieht und warum erst im Sommer dann Vakubato wieder zur Verfügung steht, kann ich euch nicht sagen. Im letzten Neuheiten-Video vom Saisonstart 2022 bin ich ja hier auch gewesen und hier gab es ja das kleine Kinderlabyrinth und ja, da hat man halt gesehen, dass es da halt ein paar Arbeiten gab und ja, seitdem ist aber nichts mehr passiert. Also der Eingang, das war früher übrigens der Eingang, ist halt zu und ja, also dieses Labyrinth, ihr seht es, komplett abgebaut. Man sieht da halt noch so ein paar Reste dran, aber nur, dass wir es vollständig halt haben. Das Labyrinth, da hat sich nichts geändert, es ist zu und es sieht auch jetzt nicht so aus, als ob das jetzt schon mal irgendwie aufmacht. Vielleicht plant man dafür die nächsten Jahre auch irgendwas anderes hier in dem ganzen Bereich. Weiß man natürlich nicht, aber es wird natürlich auch einen Grund haben, warum dann halt hier der ganze Bereich jetzt halt so stillsteht. So ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Rundgang hier im Phantasialand zum Saisonstart. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Video geben, hier, was ich jetzt im Laufe des Tages hier noch erlebe. Es bleiben aber noch so ein paar Sachen, die ich mit euch gerne nochmal besprechen würde und die ich auch nochmal ansprechen wollen würde, die halt auch neu sind. Also, es gibt halt auch ein Update, was die Parkplatzsituation angeht, denn der Parkplatz hat bisher immer 6 Euro gekostet. Seit dieser Saison ist dann Euro draufgekommen. 7 Euro bezahlt er jetzt für den Parkplatz hier im Phantasialand. Dann bei der Eisshow gibt es auch eine Neuheit. Die ist jetzt noch nicht gelaufen, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass dort halt die Lichttechnik komplett nochmal überarbeitet worden ist und ausgetauscht worden ist. Also da hat man in den Wintermonaten auch nochmal ein bisschen Geld investiert und da hat auch nochmal was verbessert. Und auch zum Schluss, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber es soll wohl in diesem Jahr auch Mehrwegbecher eingeführt werden. Es ist, glaube ich, Pflicht jetzt, dass es in Freizeitparks generell auch die Möglichkeit gibt, halt einen Mehrwegbecher anzubieten. Es kann sein, dass die gerade noch momentan die alten abverkauft werden. Ich war jetzt bei vielen Stellen
und wollte mir angucken, wie die denn auch aussehen, aber ich konnte da halt leider keine neuen Becher halt finden. Es sind halt überall noch die Papierbecher. Aber es soll wohl im Laufe des Jahres dann wohl oder in den nächsten Tagen, man weiß es nicht, dann halt umgestellt werden. Es sollen halt auch Mehrwegbecher halt geben. Ja, und ansonsten war es das erstmal. Also viele kleine Neuheiten. Wir haben in diesem Jahr eine neue Show. In Afrika passiert unglaublich viel. Ich habe letztes Jahr schon gedacht mit dem Adventure Trail. Ich habe da nie mit gerechnet, dass am Fuß in der Black Mamba dann nochmal eine Attraktion kommt. Und ja, da hat man dann aber nicht Stopp gemacht, sondern baut das halt weiter noch aus. Es gibt dann halt jetzt bald einen Rundweg, neue Thematisierung, neue Felsen, neue Häuser entstehen da. Ich bin sehr gespannt auf die Sommersaison, dann bin ich spätestens wieder hier und gucke mir das halt auch nochmal an. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt genügend abgedatet. Ich habe euch alles halt so präsentiert. Ich war halt gerade auch nochmal hier im Haus der sechs Drachen. Das ist ja der Shop hier im Phantasialand. Hab mir angeguckt, ob es neues Merchandise gibt, neue T-Shirts. Hab jetzt aber erstmal keine gefunden. Ich habe halt auch mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die meinte, nein, aktuell, bis jetzt gibt es noch nichts Neues. Hörte sich so an, dass da vielleicht nochmal was kommen wird, aber aktuell ist es halt so, dass es keinen neuen Merch-Kram gibt hier im Phantasialand. Auch das, was hier in Berlin halt passiert ist, gerade halt auch am Haupteingang, wie viel da mit Farbe dann halt noch hantiert worden ist und hier das nochmal ein bisschen aufgehübscht worden ist. Ich weiß gar nicht, hier beim Wintergarten, vielleicht seht ihr es da durch, da ist halt auch nochmal so ein Schriftzug Wintergarten mit Licht. Ich weiß halt nicht, ob der halt neu ist oder ob dieser Schriftzug halt auch schon beim Wintertraum da war. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich bin mir da halt nicht so schlüssig. Manchmal wird man halt auch ein bisschen blind, wenn man so oft im Park ist. Man hat zwar alles irgendwie abgespeichert, aber manchmal ist es dann doch so, wenn es halt wirklich so ganz kleine Kleinigkeiten sind, dass man das halt vielleicht dann doch übersieht. Wenn das so ist, seht es mir halt nach. Die größten Neuheiten gibt es auf jeden Fall hier im Video. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, falls ihr Fragen habt. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr weitere Videos von mir aus Freizeitpark sehen wollt. Also bis demnächst hier bei YouTube. Tschüss.